vom Elsass-Theater, von Radstorf, darf ich euch recht herzlich zu unserem heutigen und auch schon letzten Theater oben begrüßen. Jetzt schon ein grosses Merci, dass ihr zahlreich raus seid. Es ist für uns hier oben immer eine Freude, wenn wir in den Saal hineinschauen, wenn wir euch auch nicht mehr sehen, aber spielen ist eben da. Unser Stegli werden wir wie immer bei uns in zwei Teile spielen. Diesmal geht es im ersten Teil kein Dekorwechsel. Das heisst, wir können die Miete bleiben sitzen. Wenn es Licht angeht, ist die Pause. In der Pause dürft ihr natürlich an den Bad, dürfen auf die Toilette gehen. Die, die mir, dürfen rausgehen. In der Pause werden wir wie immer die Oberen verkaufen, die wir am Ende des Steglis ziehen. Am Ende des Steglis, wenn ihr rausgeht, müsst ihr nicht vergessen, euer Telefon wieder einzuschalten. So, das wäre es gesamt. Wieder ist ein Jahr vorbei, ich stand hier oben. Der von unserem Stegli erzählen. Aber wie, muss ich mich fragen. Das Thema ist, wie vielmal bei uns, sehr aktuell. Arbeit, Stress, bis eben d'Ohren, quoi de plus naturel. Der Herr Vaterspiel, wo die werden Lehrer kennen, ist ein ganz spezieller Typ. Ein gesponnener Geselle. Der ist so beschäftigt. Enfin, das meint er. Dass er für sich allein braucht, vier Sekretäre. Die leisten nicht viel. Denen lieber auslachen. Sich über seine Manieren lustig machen. Zum guten Glück für alle ist Justine noch da. Die hat beide Beine auf dem Boden und weiss, wo durchgeht. Sie schaut, dass alles läuft und stimmt und dass jede Frau im Haus den richtigen Mann findet. So werdet ihr jetzt können verfolgen, wie der Vaterspiel runtergeholt wird von seiner Wolke. Habt viel Spass, wenn ich euch wünsche. Ich mache jetzt Platz und gehe ab nach hinten. Meinst du gerade, er leidet an Multinational mit 100'000 Arbeitern?
Aber unternehmt nicht. Hat kein Ziel und doch hat er keine Minute für sich. Dolleri, das sind ja nur die Bühlen, so wie ihr gesagt. Nein, ich nicht. Justine ist ein schaffriges Mädchen, sagt er. Und doch, ich habe niemanden zu weniger leistet als ich in diesem Haus. Aber, Achtung, ich bringe es noch fertig. Uns sehen wir eben, wo total überkampf ist. Der Letzte hat nicht gefragt, wie viele Angestellte er sich hat. Nur eine, Justine, hat er gesagt. Sie ist meine Magd, meine Köchin, meine Sekretärin, meine Putzfrau, meine Zimmerfrau, meine Frau. Also, was das Letzte anbelangt, hat er gelogen. Aber nicht, als ich anständiger bin als ein andere. Aber er hat sowieso keine Zeit für die Bayern zu spielen. Ein unverschämtes Volk. Aha, Marguerite, der Walterin. Ein unverschämtes Volk. Ja, wer denn? Warum brüllen die noch so? Ich habe gerade ins Büro reingeschaut. Und wisst ihr, was die Gäuner, die sogenannte Sekretäre, machen? Nein. Die säufern und laufen anstatt schreiben. Einer hat mir sogar gesagt, Gesundheit, Marguerite, die alte Jungfrau. Das wurde geschieht. So eine Unverschämtheit. So alt bin ich nicht, als man mich mit einem Vogelgeschirr vergleicht. Das ist wahr. Ich bin nicht einmal nur 40. Jung, sogar 150 ist man immer noch jung. Ja, und so laut sehe ich gerade gar nicht aus, nicht wahr? Nicht einmal ein Runzeln im Gesicht. Die sind einwandfrei. Und ich sage es euch, ein Mangelmann könnte ausbekommen. Aber ihr wisst ja, die Lüsbüben, die nicht einfach Räder kritisieren. Sie heisst mit euch, weil ihr sie im Herzen verroten. Du hast schon recht. Aber was wird? Ich bin zu ehrlich. Für was braucht denn der Herr vier Sekretäre? Er meint, sie machen sich eh auf der Arbeit. Und hinter seinem Rücken, nachher sind uns und profitieren. Da bin ich nicht ganz sicher. Der Herr sieht heiter und er läuft in allem nur, was in dem Haus geht. Sicher, aber wenn ich ihn aufmerksam will machen, hat er nie keine Zeit für mich zu hören. Ich wäre schon lange davon gelaufen, wenn er mir nicht etwas versprochen hat. Etwas versprochen? Ja. Er hat mir versprochen, er wird mir einen Mann binden. Aber seine verflüchte Beschäftigung, wenn er nie keine Zeit für sich um die ganze Sache zu kümmern. Ja, er hat schon keine Zeit für sich, er freut zu finden. Verschwiegen und in seine Verwalterin. Ich wäre vielleicht schon lange geheiratet, wenn ich nicht auf seine Versprechen gewartet hätte. Wir müssen die Hoffnung nicht verlieren, wenn der Herr einmal nicht beschäftigt ist. Ja, aber das gibt's doch nicht. Wenn dem Herr etwas passiert, dann hat er meine Unschuld auf dem Gewissen. Warum ich in der Teil mit so einer Kampf habe? Ja, das weiß ich nicht. Der Mann ist wahrscheinlich in einem Büro von Papier und Falschung. Das ist alles Witz. Ja, und nur wenn der Herr schon von Briefen hat, ist er schon ganz unserem Häuschen. Wie der Donkey schon und das Nerizer. Bin sicher, wenn der Herr einen Brief sieht, geht sie die Blüte so hoch und dann steigt sie ins Hirn. Und mit der Malung bin ich zum Betüren. Mein Glück kommt man sie nach Schaftlich. Aber es ist der gleiche Fall, was sie meinte, anbelangt. Schon 100 Mal hat er gesagt, er will sie heiraten, aber 100 Mal hat er so vergessen. Und der arme Monsieur Hector, der schon seit einem Jahr die Lüste gegeben hat, eben er rest noch nie die Zuhaufen mit dem Herd zu reden. Ja, bist du sicher, was die jetzt alles gegeben haben? Ja, aber da ist kein Zweifel. Ja. Marguerite, mein Vater sucht dich. Ja, voilà, Lucie. Jetzt reden wir von unserem Problem. Ja, Christine, ich los dir zu. Du bist meine letzte Hoffnung. Ja. Heute wird ins Sklaven kommen, denn der Herr hat nicht viel Tür. Gut. Ich habe ihm Monsieur Hector gesagt, er soll auf meine Kuh für seine Hochzeit anfangen stellen. Ganz gut. Und wenn mein Vater auch
ist er nicht noch? Doch, da ist er ja, Monsieur. Zielt er? Ich bin da, Monsieur. Zielt er? Das Fenster her. Los einmal, hast du alle Ausgaben von der letzten Woche gut notiert? Ja, da ist die Liste. Und stimmt alles? Ich habe alles nachgerührt mit dem Gummi. Ja, ja, wie das letzte Mal. Wenn ich nicht alles selber nachschaue. Justine, was machst denn du? Ja, ich spitze die Federn für eine Züchtige. Aha, ja. Ja, das höre ich gar nicht. Also, das Mädchen bringt mir viel mehr als die alle vier zusammen. Wir mal runter. Los, gib mir die Stühle. Ich muss das alles zuerst nachschauen. So, Gummi. Lass. So. Ausgabe von meinen 20. Ja. Erstens, drei Lieder für den Schneider vom Herr. Zweitens, ein paar Schlopper für Justine, vier Lieder. Oh ja, ich kann ihr noch Merci sagen. Los, Anne, du kannst mir auch mal Merci sagen. Für den Moment bin ich sehr beschäftigt. Wenn wir dir den Schneider tun, dann wären wir schon fertig. Mach wieder. Drittens, vier Lieder Kalbsfleisch. Ja. Viertens, ein Lieber für die Miller. Fünftens, ein Lieber für Fili Bera, die ihr uns geschenkt habt. Ja. Und das noch Vitali, wo ich aufs nächste Blatt wieder drauf. Sechstens, zwei Lieber Bohnen Kaffee. Ja. Siebtens, ein Lieber Tee. Achtens, Vater und Mutter für die Mademoiselle, zwei Lieber. Stopp! Lass nur mal, was kommt da am Tee? Vater und Mutter mit Mademoiselle. Der Dummkopf, noch am Tee und ein Liefer mit Armi. Ja, voilà. Kann man ja nur noch für dumm sein und da vergessen. Du hast... Jetzt ist die Rechnung falsch. Du hast recht, Justine. Los, ich bin doch zum Begehren, oder nicht? So Angestellte zu benutzen. Anstatt mir helfen, machen sie alles selbst. Schreibt jetzt einmal! Und ich hoffe, dass ihr das mal rechtlich gerechnet seid. So, guck an. Möchten wir jetzt ein Herz in trinken? Nein, los. Meinst du, ich habe Zeit für das Fremde und für das Essen? He? Für den Moment habe ich zwei Briefe geschrieben, verstehst du? Weißt du, die Leute meinen, es ist einfach, einen Brief schreiben, aber nein, ganz und gar nicht. He? Zuerst müssen sie sich alles gut überlegen. Und dazu braucht es Papier und ein Brötchen. Ja, aber und Tinte? Ganz richtig. Und das nimmt nie kein Ende. Hey, schreibe dir viel Welt, hey? Oui, Monsieur. Oui, Monsieur. Aha. Oui, Monsieur. So, Justine, wo ist denn die Brieftasche, sag? Ja, so, Monsieur. Oh. Und da haben wir Tinte, spitze Federn und ja. Papier. Aha, ja, ist gut. Also, ich kann gar nicht mehr sein, ohne das Mädchen, ne? Ja, das meine ich auch. Also, los jetzt schon mal. Justine. Ja, die Tür hat hier schon zu fassen. Nein, wenig machen sich das selbst. Ah, das mache ich auch. Ja. Los, wo hast du denn die Käse gekriegt, nicht von gestern? Komm. Voilà. Thank you.
Das ist schön, Mathe, ja, 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 das ist schön. Mit einem guten Buchhalter einholt. Ja. Ein Gottabel, Monsieur.
Und weil der nicht kommt abends sehen, kann ich eigentlich leider nicht mehr gehen. Das ist doch kein Problem, Monsieur. Ab sofort studiere ich. Ja. Kontabiline, uns liebe zu eurer Tochter, das ist kein Problem. Dann muss ich da nicht hinterstrecken. Hier müssen wir ein Fetzer sein, da müssen wir drin aufgewachsen sein. Das lernt man nicht nur so in einer Woche. Ja, das ist doch kein Problem. Und sowieso, ich habe meine Meinung schon versprochen. Und zwar, Monsieur Pierre, das ist der Sohn vom Buchhalter, der Erik 0,9. Ne? Man sagt, er sei ein Fetzer in den Zahlen. Ne? Und Boll wird so gut sein wie sein Vater. Also, was soll ich verwundern, als Erik doch einverstanden wäre, als so eben spannend zu sein, oder? Der hat gut reden, die Jungs umsiefer. Ah, noch, eigentlich sind die Leute, die lange studieren, in der Spannung. Ne? Ich ja nein. Der junge Mann, der wird mich entlasten. Von allen meinen ganzen Affären, die ich auf dem Buckel drauf habe. Also, ich frage mich, dass ich so belastet, Monsieur. Der hat ja nicht einmal gegeben, richtige Funktionen. Ja, doch, ist das so. Nein, ich habe nicht einmal die Zeit für das Essen und für das Trinken. Mensch, ist das Ding. Hast du gehört, was der gesagt hat? Der behauptet, dass ich nichts zu tun habe. Du bist Zeiger, gell? Der Herr hat arbeitet sich 10. Ja. Er hat 4 Stunden ohne mehr. Das lässt jeder uns jetzt beweisen, ob der Herr sehr beschäftigt ist. Ganz richtig. Und ich habe im Sinn für 1 oder 2 mehr einzustellen. Oh, hey! Du bleibst nicht zu spät, schreiben wir jetzt endlich einmal. Wir schreiben und ich schnüffe. Wir schreiben mit unserer Kürzersoft. Die Schwitzer blüht. Ja, Monsieur. Und so sicher, als ich da stand. Mit einer Tochter, also einer verrückten Niederung. Und wer wird mich da dran behindern? Ich selber und eine Tochter. Oh, wenn das nicht mehr wundern. Ja, hoffe, geht's nicht. Und ich garantiere euch, dass meine Tochter mit dem Buchhalter, mit dem Monsieur Pierre, nicht so oben hier oder nicht sein. Das geht's nicht. Nein, nein. Andrew, Monsieur, das geht's nicht. Wir können noch nichts diskutieren. Komm, bis zum Hören. Oh je, Vater, ja, als er nicht wirklich mit so einem Dickkopf verkumpelt.
Kuppel. Noch bin ich einverstanden. Aber ich sag's euch, Mademoiselle Lucie, wenn der so eine Spitznase hier oder dann rette ich nicht mit euch. Du brauchst keine Angst haben. Ich soll doch eine alte Jungfrau hier oder? Ich verdiene euch nicht. Sind ihr uns wie eine Freude von einem Buchhalter vielleicht? Aber Justine, du bist meine letzte Hoffnung. Aber was könnt ihr da unten nach? Wird der Hund sich verweigern? Lass mich nur machen, Mademoiselle. Ja? Komm doch, er ist nicht hoch. Und die Liebe! Advokat und beschäftigst dich her, so dass du gar keine Minute hättest.
Ja, schon gut, du kannst auf mich zählen. Kann ich dir schon im Nachhinein umfeiern. Und für den Weg ins Beschäftigten bringe ich noch eine Freundin mit. Sie wird ihn total kabbelig machen. So, dass er nicht mehr weiss, ob er ein Mann oder ein Weibchen ist. Weißt du, es ist doch unglaublich, was die Freude fertig bringt. Es ist doch kaum zu glauben, dass er so einen kleinen Kopf also das wird zwickig geschickt an uns Kindern. Das ist nur der Anfang. Aber bloß jetzt, in einer Stunde müsst ihr da sein mit allem Fund und Kraft. Ja, kein Problem, bitte schon. Ja, und wenn alles schief läuft, hä? Boah, ich möchte lieber Stachbach von so einem Muster zu einroden. Und ich denke, ich habe lieber den Salzzettel zudrücken, wenn das so eine Spitznase einroden. Ja, wenn das klappt, dann kann ich dir nie genug dankbar sein. Tschüss, Dino. Komm, mein Freund, wir gehen heim. Wir müssen noch rüber bei unseren Rollenspielern. Ja. Ich habe das Gefühl, dass alles wird schief gehen. Und es werden die Sorgen von meinem Penal vis-à-vis von meinem Vater. Ja, hey, Mademoiselle, wenn eure Liebe nicht stärker ist als das, dann ist es einfach. Wir lehnen die Finger davon und den Heiroten sollte er kurz haben. Oh nein, Justine! Und doch, Mademoiselle! Und das so brauchen wir uns in die Gruppe fragen. Oh nein, Justine, du bist meine letzte Hoffnung. Nein, Schluss! Das ist doch ein Sinn, dass sie eigenen Vater so aufzuhören. Besonders für so eine Kleinigkeit. Was? Kleinigkeit? Ja, ich wünsche euch viel Glück, Madame la Comptable. Oh nein, Justine, verlass mich nicht. Du allein kannst mit mir zählen. Gut, aber dann noch niemand aufs Ganze gehen. Wir haben nicht lange zögern. Und wer weiß, vielleicht bringt die ganze Affäre ihrem Vater die Vernunft zurück. Ja, schon sehr gut, das ist ja. Und in diesem Spiel bin ich es, wo am meisten zu verlieren habe. Und das alles einmal ins Tageslicht kommt. Ha, Justine, müsst mich erzählen. Ich hoffe nicht mehr, dass das alles wird gut ablaufen. Ja, nur keine Angst. Ha, Marguerite, jetzt geht die ganze Komödie erst richtig los.
kommt 30, das ist sicher. Er hat gerade so viel, gehen wir von 30 aus. Ach so, ist alles gut. Und wann kommt er denn? Ja, jetzt am Tag, um 3. Ja, der nimmt Eli jetzt so langsam putzen. Ich springe, ich bin so ungeduldig jetzt. Annelie, komm mal schnell durch. Ja, Herr Wilhelm.
mit der Küche in ihren Fond. Alles gut. Den Klammerer. Ein Klammerer? Klammerer. Warum der ist nicht umgekehrt? Also, mit meiner besten Entschuldigung hat die Spode die Einladung gehalten. Ne? Voilà. Virgül, sind Sie soweit? Ja, Monsieur. Ich bleibe bei Ihrer Treue, die Ihre Wahl. Termine. Ja, was ist jetzt schon wieder los? Ja, das ist wahrscheinlich zu ergänzlicher Hochzeit. Aha, kommt der auch schon? Respektvoll im Namen von der
ganze Bücherhaltung, Monsieur. Los, die Meile. Sollen wir den? Den gehen wir zu uns ab. Den gehen wir mal krassen Schreiber für die Briefe ab. Alle. Meidle, los, ich bin froh, dass du endlich vernünftig Mutter bist. Ne? Und dass du den Bonn akzeptierst, und ich verstehe, was ich getan habe. Weißt du? Viel wohl schauen Meidle nur aufs Aussehen. Ne? Aber, ich wollte das Amulett wissen, bitte. Ich habe den der Mann spaziert durch sie prüft, wenn er ein ehrliches Leben ist. Meine lieben Vater, jetzt haben wir dich nicht verdammt. Ich habe festgestellt, und ich bin überzeugt, dass man den Willen der Eltern respektieren muss. Das ist ja so. Der junge Mann behält mich. Und ich danke dir für die Güte, Vater. Ich bin sicher, dass du nur mein Glück wünschst. Ich wünsche nur dein Glück. Danke. Danke und lehre dich jetzt ein bisschen besser kennen. Ja, ich möchte nicht, du reger Tochtermann. Oh, das ist ja auch.
Mit mir entschuldigen, Monsieur. Ich vergesse als mich selber. Und, mein lieber Tochtermann, wie finden denn meine Tochter? Monsieur, ich bin so verliebt in eure Tochter, dass ich wie der Pfeil reiche in Hey, Sommer, lang da der Giro, das ist ein. Justine, was meinst du, wenn gerade die Hochzeit losgeht? Ja, so viel ich weiß, ist der Herr nicht frei vor dem Satz. Ja? Wir müssen noch ein paar Briefe schreiben und es kann immer noch etwas Unverhofftes vorkommen, nicht wahr? Ja, ja, du hast recht. Also gut, mein lieber Tochtermann. Kommen jetzt auch beim Feifi mit eurer Familie. Und was mehr anbelangt, ich lade gerade meine Brüder ein. Ja. Und nach Armin an mir. Aber jetzt hätte ich noch etwas. Kommen wir da mal schnell. Mein lieber Tochtermann, ich brauche eure Rot. Ich habe ein kleines Problem. Es ist eine Kleinigkeit, aber ich komme nicht so richtig drüss. Ja, guter Herr, das kann ich warten, aber nicht. Aber ja. Hat jetzt andere Sachen im Kopf. Nein, du hast schon recht, Justine, aber weißt du, ich bin ein Spezialist von den Zahlen. Ne? Wenn das schnell und einfach sind, das zu erledigen. Hör ne? mal, das Problem ist folgendes. Ne? Ich habe 25 Hirner. Die haben im Anfang 78 Eier geleitet. Nur 6 Monate haben sie immer noch 55 Eier geleitet. Jetzt, was meint ihr? Wie lange muss ich warten, für die zu köpfen, wenn ich euch? Wenn man weiss, dass neue Hirnreste hier 3 Monate legen, und wenn man in Betracht nimmt, dass ich für 4 Eier ein Liefer überkomme. Das würde ich nur machen will. Was? Ja, was habe ich denn gemacht ohne meine Papiere? Ich muss da, wenn du mal die Levita verlassen. Das sind mit einer Brief oder? Ja. Wir müssen etwas kohlen.
verstanden. Hey, der Hector, den ich heute Morgen Häuser geworfen habe, schleift mir vors Gericht. Er hat von nur sich mein Meid der anderen versprochen haben. Und, hey, schau mal, er hat scheins einen Brief von meiner Tochter, wo sie deutlich sagt, dass sie ihn gern hätte. Oh, das ist doch nicht schlimm. Nein. Gib mir doch einfach ein Kündigungsbrief. Ja, das ist gut im Recht, aber was mache ich mit dem Richter? Jo, für was der Rieck sind, rot sich eigentlich mit einem guten Advokat zu reden. Was? Mm. Ein Advokat? Ja, ja. Vielleicht brauchen wir ihn gar nicht, aber es ist besser. Oje, oje, nein, das nicht. Los, schick dir jemanden. Er soll mir einen guten Advokat schicken. Ja, ja, aber schreibe zuerst den Brief, kommt. Was? Ja, ja, schreibe den Brief. Aha, ja, Amel, los jetzt. Ich bin für niemanden da. Ja. Äußere für den Advokat und den Papier natürlich. Mhm. Ich muss ja schließlich grasiert sein jetzt oben. Ne? Ja. So, jetzt. Will ich den Brief in alle Ruhe schreiben? Ja. Nur der Advokat, ja. Der Papier und eine Tochtermann natürlich. Ja. Was? Aber da kommt doch erst jetzt oben, oder? Ah ja, nein, nein. Die haben dann gesagt, er soll jetzt heute Tag wieder da sein bei der Vorzeit. So? Ja, das weiss ich nicht so. Herr, nicht stören. Ich möchte nur mit einem Doktor unterhalten. Aha. Also gut. So, jetzt an der Arbeit, hä? Ich weiß nicht, wer das ist. Ich stelle mir vor, ich bin der Pierre Nulkomani. Und so wie der Süßmord geworden ist, zwischen Eier und Gott und mir, bin ich durch der ewige Angst der Lange erschienen, Mademoiselle. Oh, nein, nein, das ist ein Rechnungsfehler und ein Rückungsfehler. Ich bin nur die Macht. Aber selbst wird er mir doch mit einem Federspiel unterhalten. Ja, nein, das wird leider nicht so einfach sein. Denn der Herr ist eine wichtige Erfahrung mit dir. So als nicht am Morgen Zeit mehr hat zum Essen und Trinken. Er hat mir drei Packen in den Schuh. Aber was die Hochzeit anbelangt, ist für ihn geregelt. Der könnt nur mit dem Mademoiselle reden. Wenn der wenn so gut sein und Platz nehmen, sie kommt gerade testen. Wisst ihr, mein Herr macht nun einmal einen Herzinfarkt mit all seinen Problemen. Kohl ist schnell weg. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to New York, New York. Please pack up our shoes. Are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep. Schöne Mademoiselle, ich komme, so wie es unsere Eltern uns verteilt, für eure Frage auf der Wand mehr einroten. Oh, ich danke euch vielmals. Für mich, dass ihr so gut seid und den Ring akzeptieren und so zu geschämt. Oh ja, ist das schön? Ich weiß gar nicht, was sagen. Wollt ihr nicht Platz nehmen, mein Liebling? Nein, nein, merci, lieber. Ich bleib lieber stumm. Mach doch keine Physik. Sind Sie doch neben mir, mein Herz? Tschüss, Kinder, wer redet denn? Der Zugünstige und eine Weinsucht. Aha, gut, Kinder, erzähl ich nur noch mit Namen. Sie haben mich wieder verstanden.
dann Zola bin ich ein bisschen verloren. Aber, Sie mich nicht meinen, in der Bürolitik bin ich weit und breit der Best. Ich gehe sogar Wurzeln rechnen. Nicht zum Gläuber. Doch, doch, sogar der Molazol. Ich kenn wen. Ich weiß nicht. Das darf auch eine große Zahl sein. Gut, sagen wir 132.620. Ein Moment. Wurzeln von 132.620 ist 384,17. Nicht zum Gläuber. Und rechnen wir mit der Virgül? Ja, ja. Virgül ist sehr wichtig in unserer Berührung. Und wie ist es denn mit Eier, Virgül, wie schaut es? Virgül? Nein, verstanden. Für Eier ist Virgül auch sehr wichtig. Tja, ganz ehrlich. Ohne Virgül, il n'y a pas de plaisir. Nein, sind gemacht für uns der Schuh. Nicht so mit cool Casalet. Und der für noch besser wie heute sind. Ja, wenn Sie nicht sagen, dass ich 40 bin, aber in Wirklichkeit bin ich erst 30. Ich bin ja gerade wie er. Oh, man sagt, Kinder, die gleich alt sind, die spielen gar miteinander. Schüssling. Wer reitet denn? Meine Tochter und seine Liebste. Aha, ich komme gleich nur noch ein paar Wörter. In der Zeit, wenn sie nicht in Eichen sind, dann können sie euch gemütlich unterhalten und das so stehen sich der Herr nicht an. Der andere? Oh ja, ab ins Zimmer. Ja, stimmt. Aber
der Unterblieben, wartet ihr wie ein unschuldiges, neues geborenes Kind uns darauf anzukommen. Was? 100 Livres? Ich werde dir keine Dekrase ab, hein? Que voulez-vous, monsieur? Nous autres, hommes de loi, avons besoin d'argent pour faire éclater la vérité. Vaut ist kein Wart! Ja, ja, also, ist gut. Ich bin Christ, aber kann nicht losschießen. Nun mal, Frau, monsieur. Ja. Kennt ihr spanische Methoden, die uns Advokaten benutzen für eine Brief diktieren? Es ist eine ganze Methode, kurz und bändig. Nein, also ich kenne die Methode nicht speziell, aber wenn sie kurz und bändig ist, dann noch behagt sie mehr, denn ich habe wirklich nicht viel Zeit. Nur bei uns, mit dieser Methode werden wir gleich fertig sein. Gut. Also, haben wir das Schema? Ja, der hat ja noch nichts gesagt. Monsieur, wenn ich euch auf die Tafel schlage, ja? Das will heißen, dass ihr die Adresse vom Empfänger mir schreiben. Das ist die neue Methode. Ah, ja, du Schwester. Das geht mir mal jetzt. Gut, und kriegst du? Ja. Attendu, que... Was, auf Französisch? Ja, natürlich auf Französisch, Monsieur. Wenn man gescheit verschreiben. Dann haben wir es noch von Seisch. Ja, da, da sehe ich schwarz aus. Ja. Attendu que le Seigneur. Wie heißt der Bub? Hengto. Attendu que le Seigneur Hector. Den ist so mit. Ja, ja, nochmal mit. Alle das geschrieben. Ja, was denn? Monsieur, wenn ihr die Pfeife, ja. Das wir heißen, Virgül, das ist ah. Schon ein Thema. Ja. Die ist total verrückt in eine Methode. Virgül ist gesetzt. Domicilié à X? Ja, der Hector wohnt nicht in X. Er wohnt in der Stadt. Monsieur, ja. Wenn ich X sage, das will heißen, dass der berechtigte Adresse schreiben. Ah! Ich denke, wir sind noch nicht ganz im Laufen mit der Anne-Methode. Ja, ja, ja. Ja, ja, es ist so wie ich würde schreiben. Ah, semble-t-il reçu oui. Une lettre? Ja. Ah! Hey, wieso reißt ihr mir da hoch? Das will heißen, Parenthese. Parenthese? Ah! In Klammern. Das ist auch wieder. Hey! Hey! Seht ihr sie? Was für ein Piant? Hey! Kumpel! Wir bleiben statt der Karte. Stopp! Was? Wir fangen gleich an. Bagger, Attack! D'accord, judiciaire, dans l'exercice de ses fonctions. Allez, un chaque test. Oh, ich kann so müde von nah, die blöde Geifer. Du bist auch schnell, ich kann sie noch gut fast. Allez, un chaque test. Seh, ich habe auch Latinisch, jetzt muss ich sein. Und wenn sie Latinisch nicht haben, wenn sie verstecken, da ist der Ausgang. Mais monsieur, müssen sie Französisch sagen? Was hätte ich jetzt machen? Los, am liebsten,
könnte ich mich hängen, aber ich komme nicht einmal dazu. Los, mit mir ist der Tal verleiten. Ja, es geht alles so da, wo wir nicht gehen. Ja, ja. Das ist nur die Nacht. Los, ich bin für niemanden mehr da. He. Der Hafer ist voll. Monsieur. Ja. J'ai appris que vous êtes sauvagement stressé. Ne perdez pas espoir, je suis là pour vous sauver. Hey, das hat mich wundern. Was ist denn mit hoffnungslos? Écoutez-moi, monsieur. Avec ma méthode, fini les tracas, fini les blabla, une nouvelle vie va commencer. Ja, Achtung, hey. Wenn es die spanische Methode ist, hey, dann ich kann auch mit der Methode schon mitmachen. Vous allez voir, monsieur. C'est un système révolutionnaire à la pointe du progrès. Monsieur, vous ne savez plus où donner de la tête. Oh, yeah. Monsieur, vous avez l'impression que votre tête va éclater. Danser. Monsieur, vous ne vous rappelez plus de tout ce que vous avez à faire. Oh, yeah. Ich vergesse sogar das. Monsieur, vous ne savez plus par quoi commencer. Das ist wahr. Monsieur, les problèmes vous étouffent. Oui. Vous submergent. Oui, oui. Vous emprisonnent. Oui. Oui, 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 oui. Das ist los, echt. Hey, Justine, ihr seht heiter. Monsieur, je suis là pour vous soulager. Connaissez-vous les post-it? Was ist denn das für ein Tier? Monsieur, ce n'est pas un tigre, mais des autocollants qui vous transforment la vie. Avec mes post-it, plus de soucis, plus d'oubli, plus de stress. Avec mes post-it, c'est le sourire toute la journée, la zen attitude, cool, le nirvana. Ja, ja, cool. Avec ma méthode, fini les blabla, fini les tracas. Une nouvelle vie va commencer. Maintenant, voulez-vous bien tenir ce tableau? Monsieur, dites-moi toutes les tâches que vous devez accomplir aujourd'hui. Bon, c'est là. Tâches du travail. Ah, du travail. Ja, ja, Achtung. Ich muss mich ganz kurz schnell erinnern. Also gut. Ich muss ein paar Briefe schreiben. Lettre. Ich muss meine Meile hier holen. Mariage. Ich muss den Koch bestellen. Cuisinier. Ich muss den Reis rasieren. Le vin. C'est tout? Nein, nein, das ist erst der Anfang. ich muss in Barbier riechen. Für mich rasieren. Barbier. Ja. Und ich muss unbedingt. Etwas ganz wichtig, der Hirnenfieber. Cool, ich muss Comptabilité. La Comptabilité, oui. Vous devez manger. Ja, amel, und trinken. Hein. Manger, boire, il faudra aller aux toilettes. ja, das ist das Einzige, was ich nicht vergesse. Cuisinier, ja, le vin, le barbier, ja. Nourrir les poules, jo. La comptabilité, ja. Manger, amen. Boire, hey, jo. Aller aux toilettes. Natürlich. Et c'est là que ma méthode est formidable. En quelques secondes, vous organisez votre journée comme bon vous semble. Ainsi, vous pouvez d'abord choisir le vin, ensuite aller manger, jo. Ensuite marier votre fille. Ou bien peut-être d'abord faire votre comptabilité, ou d'abord choisir le cuisinier, ou bien d'abord nourrir les poules, ou bien d'abord aller au WC. Non, le cuisinier d'abord, mais marier votre fille. Nous allons ensemble, nous allons ensemble, parce que c'est... Ja, 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 das ist gut. Oui. Hey, halt, um Held, Justine. Hey, kann ich noch schlafen?
Ich bin heute nicht mehr dagegen, denn ich sehe, dass meine Nächte einverstanden ist damit. Es ist ein ganz vernünftiger junger Mann.
was ein Dampfball, das will sie nicht sagen. Aber mit seiner Erfahrung und sie kriegen mit das Gnüe verdienen, dass wir im Müsli sie gelesen haben. Ja, was hat man noch mehr zu verlangen? Ey, man sagt, er hat gedacht, dass wir ein Elefant. Ja, ja. Es ist gut, reden wir nicht mehr davon. Und was da, ne? Achtung! Ach Gott, machen wir nicht viel Horror, was jeder im Kopf hat. Ja, es ist schon gut. Ne? Thank you.
Es freut mich für die Verlobung. Und was die Hochzeit euch anbelangt. Ich kann mich garantieren, dass es ein ganz gutes Heiraten wird. So ist kein Zweifel, denn an so einem prachtigen Baum kann dir nur gute Verrichtung geben. Du hast recht, Justine, sind die Totengräber benutzen für Bobby. Los, riecht übernachten. Hm? So. Es scheint mir, dass ich eigentlich schon noch einen Rad drauf habe. Was soll jetzt das heißen? Der macht mich, wenn er mich nicht kennen. Dabei ist er doch zu uns gekommen, was ich meine vorstellen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, das ist schon gut. Du, kommen Sie mal, oder? Ja, aha. Monsieur, ja. Ich denke, dass ihr liebes Meile sich dort schreibt. Komisch, wie das schweitert. ja, es ist wahrscheinlich ist das so. Aber normalerweise macht sie so keine Lärm. Das ist heute halt ein besonderer Tag. Aber wissen Sie, in dem Haus sind wir den Luxus nicht so fremd. Das weiss ich denn! Das haben die mir schon einmal gesagt. Haben wir schon einmal geredet miteinander? Da ist wirklich hinter dem Mund. Monsieur, ich merke, dass die sehr beschäftigt sind. Ihr habt recht, Monsieur. Darum habe ich einen Tochtermann gewählt, der mir helfen kann. Oh, ich danke euch für das Lob. Komisch, wie der Geist. Ja, ja, man darf Gott meinen, die kennen mich. Mit ewigen Schreiblücken. Aber auch kommt ja die Hochzeit rein. Ey, ihr Meidle. Da müssen wir uns halten. Komm doch nicht hin, los, komm näher. Los, ich bin froh, dass das alles gut ausfällt mit dieser Hochzeit. Du willst einen anständigen Mann hier holen. Ein Mann? Und den will ich besuchen. Ja, ich bin sicher. Besser, wir machen es gut, hä? Ja, 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 Monsieur, sind ihr einverstanden, dass ja, der Vertrag jetzt abgeschlossen wird? Ja, 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 ich bin ganz einverstanden. Ja, dann gehen wir Platz, hä? Ja, lieber mal, gute Nacht, hä? Ich weiß schon, Monsieur, dass man bei den besseren Leuten ein Wort
Monsieur de Venise. Achtung, Monsieur, nicht, dass Sie glauben, dass ich eingewählt bin. Das habe ich nie gesagt. Und sowieso brauche ich mich auch nicht schämen, eben meine Brühe. Ja. Mein Sohn und ich feiern ein anständiges Leben und bringen es noch fertig. Manche Jahre Geld auf die Seite zu bringen, nicht wahr? Oh, aha, das läuft ich recht, das läuft ich recht. Ich meine, die Jahre sind ja nicht immer gleich. Ich denke jetzt gerade an das Jahr, wo die Hetze ist. Die kenne ich, wie Sie gesagt haben. Ich nehme an, so ein Jahr ist ein gefundener Fresser für Ihre Brüder. Lieber Schwogo, der möchte mich nicht beleidigen. Ich kann euch nicht länger zuhören und muss mich verabschieden. Und der Bucher sagt, doch nicht Ihre Schwogo zu mir. Ich bin nicht Ihre Schwogo, ne? Achtung. Ja, aber mein Sohn hat doch eher Meidung geheiratet, nicht? Ja, Achtung jetzt. Ich will mich nicht verblieben anrufen. Ich kenne dann den Unterschied zwischen meinem Meidung und meiner Verwalterin, hä? Müssen Sie nicht oben reden. Was heisst das, eher Verwalterin? Was? Ist eher Meidung vielleicht der Markt? Ja, nein, das ist nicht ganz Platz. Ich weiß schon, was der in eurem Beruf Meidle sagen wird macht. Was sagt ihr jetzt? Was sagt ihr da jetzt noch? Ihr redet immer von eurer Meide und eurer Verwalterin. Ja. Wo ist jetzt der Knopf in der Alleinung? Tschüssi. Los, hast du gehört? Der Mann, der soll Toten gegeben sein. Hast du das gehört? Ja. Was? Und du behirrst von der ganzen Stadt? Hey, du liebst, du falsche Schlange. Er heisst Erik 0,9 und mit Buchhalter. Was? Und was? Ist mein Sohn der Pierre und er hat vor Ziegen eine Meile geholt. Was ist denn das für eine Futtermutter? Da komme ich nicht an. Hey, sind nicht der zu Pierre 0,9? Nein, mein lieber Schwiegervater, ich bin Mir scheint, dass da etwas nicht ganz klar ist.
Und ich bin der Napoleon, he? Und ich bin eigentlich alle vernichtet, oh. Was ist los? Nur langsam, mein Bruder. Was? Halt los! Die ganze Geschichte klingt mir total durcheinander. Bist du mein Bruder? Ja, ich bin aber dein Bruder. Komm, setz einmal da an für den Gerieriger und schauen wir mal die Sache ganz mehrig auf. Meine liebe Lucy, wenn ich richtig verstanden habe, hat dich dein Vater wollen hier oder gegen dich willen. Und du hast das ganz schlau fertig gebracht, für die Hochzeit noch zu verweigern. Mein lieber Vater, müsst mir verzeihen, aber meine Liebe zum Hector und meine Hoffnungslosigkeit haben mich gezwungen zu dem ganzen Theater. Mhm. Mein guter und lieber Schwiegervater. Mit Morgen hat er mir uns geschossen. Und für meinen Schatz erobert hier, habe ich nur eine Lesung gesehen. Mehr als Pierre Eustache. Monsieur. Ja. Ich bin es, der die ganze Geschichte gefragt hat. Du? Ja, aber nicht für einen in der Nase umzuziehen. Aber für eure Mädchen zu helfen. Sie hat das Leben genug, wenn ihr sie gezwungen hat, da Bücher zu sein oder? Ja, ja, Alba. Sehr gut. Ich heiße Nicola. Wow. Und jetzt wieder habe ich den Advokat gespielt, so dass ihr Zeit gehabt habt, mit dem Pierre zu reden. Mhm. Das ist eine Unverschämtheit, mein Bruder. Los, ich werde mich hier noch rächen, so wohl was ich verstanden habe. Los, du musst dir den jungen Leuten erzählen. Was? Da ist ja nur die Liebe schuld. Oh. Die Liebe ist manchmal so stark, als es mitgeht. Mhm. Wenn ich gewusst hätte, was hier leuchtet am Stegli, hätte ich mit Freude mitgemacht. Ja. Aber was hast denn du gegen den Hector? Der Los. Hector ist eine gute Familie. Ohne schönes Einkommen hat er auch noch. Aber los einmal, der verstorben der Zeit in der Büchhaltung, ich würde ihn einmal an. Ich brauche eine Tochter, mal, um mir helfen in meiner schweren Affäre. Verstehst du? Ja, ja, deine Affäre. Frag mich, was das sind, deine Affäre. Wann hat er einmal ein Rot gegeben? Schickst du einmal alle da, deine vier Sekretär zum Kuckuck? Arsch. Was da? Und dann noch. Hast du wieder ausruhen? Kannst du raus ins Kino? Gehst du zum Mittagessen ins Restaurant? Ja, das machst du ja alles. Ja, ja, musst du fahren, das ist ja alles. Und dann wenn du raus, noch Mittagessen machst du ein Schläfchen. Ja, ja. Gehst du auf Golf spielen und setzt dir mal etwas in den Kopf, was du gar nichts zu tun hast. Wie nicht? Oder du hast geregelt. Du verstehst mich nicht, du steckst nicht in meinen Schuhen, verstehst du? Mein lieber Schwiegervater, rege doch eigentlich nicht mehr so auf. Mir schwör's euch, dass ich euch helfen werde, im Rechnen zu schreiben. Du bin ich vor ihm gezogen. Du eben nicht Satz. Schwieg! Du willst das alles noch wissen. Monsieur, nicht. Ich habe das nicht in das Herz gebracht. Ich schaue, wie die Sekretär einen ausgelacht haben. Komm. Und auch wie eure Meile Unglück siehst. Und so habe ich den Luxus dann. Voilà. Ah ja, Justine. Dir danke nur ans Glück von deiner Familie. Ja. Ja, Monsieur, habt ihr wirklich im Sinn für die Buchhaltung studieren? Ja, aber lieber Chef, ich habe sich ja schon geschworen vorher. Ja, mein Bruder, was soll ich jetzt machen? Hey, was will ich denn noch machen? Der Vertrag ist sowieso geschrieben. Ist schon sowieso zu spät. Schwere dir mehr, als der Buchhalter gründlich macht den Brief mal. Also ich tue es eigentlich gründlich schwerer, mein lieber Schwert. Gut. Also, in diesem Fall ist jetzt alles klar. He? Ich akzeptiere euch als Tochtermann. Hm? Und ich verzeihe alle anderen. He? He? Und Monsieur Eric Nulkomanit, der hat ja jetzt verstanden, was da alles ab. Ich wollte ihren Sohn mit meinem Mädchen zusammengeben, aber das ist halt jetzt Bach ab. Ne? Das habe ich gemerkt. Und wie ich jetzt richtig verstanden habe, Leute, hat ihren Sohn meine Verwalterin geholt. Ne? Ich meine.
Bereitsteller. Jetzt können die Einverwaltung helfen, denn ihr wird nie meine Sonne frei werden. Oh, no, 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 no. Regelt doch eure Probleme um euch. Wie hat das alles ausgestiftet? Und ich habe gern. Also, nicht weiss davon, ne? Oh, Jesus, nein. Jetzt ist alles bach abgegangen. Ja, jetzt ist schon alles unter der Null. Ja. Oh.